super viele Neuheiten, Ankündigungen und erste Einblicke auf Sachen, die demnächst kommen werden, haben wir jetzt in diesem News-Video für euch. Mahlzeit, herzlich willkommen im Review Magazin und einem neuen Video meinerseits und ja, einem großen News-Video mit ganz vielen bisschen zusammengestückelten Themen und vielen Sachen, die im letzten liegen geblieben sind. Jetzt gerade frisch gestartet, die Japa Expo in Orlando, die größte Freizeitparkmesse der Welt quasi. Wir waren die letzten 3 Jahre in Folge vor Ort. Dieses Jahr sind wir aus verschiedensten Gründen nicht da, haben wir euch auch zuletzt im Video schon erzählt. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich einiges an Updates von der Messe jetzt direkt schon für euch in einem Video. Und der erste Hersteller hat quasi das erste Frontcar einer neuen Achterbahn jetzt präsentiert und Premier Rides zeigt das Frontcar von Alpenfury. Ja, Alpenfury, das ist diese komische Verbindung aus 2 Bahnen. Das ist eine neue Achterbahn, über die wir schon auf dem Kanal hier gesprochen haben, in Canada's Wonderland, und das wird eine weltrekordbrechende Achterbahn und eine Achterbahn mit 9 Überkopfelementen, den sogenannten Inversionen. Es gibt auch einen Abschuss und eine Beschleunigungsstrecke auf dem Ganzen und der Hersteller davon ist Premier Rides und vom Typ her ist das Ganze ein Skyrocket, aber nicht wie ihr es zum Beispiel aus dem Holiday Park bei Skyscream kennt, das ist ein Skyrocket 2. Hier gibt es ein Custom Layout und die ersten Einblicke in das Frontcar, so wie es aussehen wird. Und auch die Firma B&M Bollinger & Mabillard aus der Schweiz ist vor Ort und haben ein Fahrzeug präsentiert, das Frontcar eines neuen Achterbahnzuges für King's Dominion. Eine neue Achterbahn für King's Dominion ist angekündigt für 2025, wir haben euch die auch schon mal ein bisschen im Detail gezeigt und jetzt sieht man in echt quasi das Frontcar von Raptera. Und Raptera wird ein sogenannter Wing Coaster. Aber nicht so ganz, wie ihr es zum Beispiel aus dem Heidepark bei Flug der Dämonen kennt, sondern diese Bahn wird abgeschossen. Und zwar von 0 auf ungefähr 105 km/h in nur 4 Sekunden. Danach werden Überkopfelemente wie zum Beispiel ein Dive Loop, ein Corkscrew oder eine Hardline Roll durchfahren. Und die ersten Blicke auf das Frontcar gab es jetzt auf dem Showfloor der Japa Expo Orlando. Und aktuell präsentieren verschiedenste Hersteller entweder Fahrzeuge oder auch komplett neue Konzepte, so wie zum Beispiel RAS Rides aus der Schweiz in Zusammenarbeit mit Mark Rides, und es gibt ein neues Konzept für ein Flatride, ein Rundfahrgeschäft, und zwar für Laola. Laola ist ein Unique Family Ride und ein Eyecatcher. Das Ganze auf relativ kleinem Footprint von nur 19 Metern Durchmesser ungefähr. Man kann wählen, ob das Zweier- oder Vierer-Gondeln sein sollen, und man kann quasi auch selber die Kapazität wählen und man kann aussuchen, ob gleichzeitig 16, 32 oder 34 Leute fahren können, was dann eine Kapazität von bis zu 1536 Personen pro Stunde wäre, und das ist ja fast schon People Eater. Besonders ist hierbei auch das Spiel der Gondel miteinander und auch diese Nirmes-Effekte, also dass man das Gefühl hat, dass man viel zu nah irgendwo dran kommt und das Ganze für mehr Aufregung sorgt. Aufregend kann das Ganze gestaltet werden, man kann die Geschwindigkeit nämlich auch individuell anpassen, so dass das Ganze entweder ein Family Ride oder eine Fahrattraktion für Kinder ist oder natürlich frillig und aufregend für Jugendliche. Und optional sind zum Beispiel auch interaktive Wassereffekte möglich beim Laola. Nächstes Thema habt ihr schon öfter nachgefragt und jedes Jahr aufs Neue gibt es natürlich wieder den Park Scout und Ride Review Kalender. Und jetzt gestartet ist der Vorverkauf für den Park Scout Ride Review Kalender 2025. Und hier ein paar kleine Beispiele. Das ist ein Kalender mit Fotos aus der Ride Review Community und jeden Monat gibt es ein neues Foto. Hatten wir ja auch schon wieder im Vorfeld, dass ihr auch da mitmachen konntet und einiges gewinnen konntet. Und wer jetzt Bock hat, sich einen Kalender für 2025 zu besorgen. Im Vorverkauf könnt ihr auf jeden Fall noch Geld sparen, denn den DIN A3 Wandkalender bekommt ihr für 14,95 € statt 17,95 €, den DIN A5 Tischkalender für 5,95 € statt 7,95 € oder das Bundle bestehend aus Wandkalender und Tischkalender für 18,95 € statt 22,95 €. Das Ganze wie immer unter ride-review.freizeitpark.de, verlinke ich euch selbstverständlich auch in der Videobeschreibung. Und da findet ihr auch schon wie seit Jahren Achterbahnmodelle zum selber aufbauen, entweder aus Metall oder Holz und verschiedenster Größe und verschiedenste Bahnen, aber jetzt auch zum Beispiel neu zum 50-jährigen Jubiläum vom Europapark einen Bildband. Europapark, ein Freizeitpark in Bildern.
checkt das gerne mal aus. Weihnachten steht vor der Tür und könnt ihr euch etwas selber verschenken oder habt was für jemanden, wo ihr noch nicht wisst, was ihr verschenken sollt. Wenn wir schon beim Europapark sind, ist Mugrats quasi nicht weit. Und Mugrats sind natürlich auch bei der Japan Expo in Orlando dabei und haben zusammen quasi mit SeaWorld Orlando etwas angekündigt. Und für 2025 gibt es eine neue Attraktion SeaWorld Orlando von Mugrats und zwar ein neues Aerific Flying Theater. Ich verlinke euch auch hier gerne das Messevideo aus Amsterdam. Da haben wir nämlich auch mit Mugrats gesprochen und über das, was so die letzten Wochen und Monate passiert ist. Man war ziemlich umtriebig, aber auch was neu kommt und zum Beispiel, was es Neues im Europapark geben wird. Die Ankündigungen in den USA sind manchmal ein bisschen für mich nicht ganz nachvollziehbar, wenn ein europäischer Hersteller etwas Krasses Neues für einen europäischen Freizeitpark dort bekannt gibt. Aber das habe ich ja schon oft genug erwähnt. Der Parc Spirou in Frankreich, ziemlich cooler Freizeitpark, relativ jung noch, haben wir euch auch schon mal hier auf dem Kanal gezeigt. Und die werden sich erweitern und bekommen einen neuen Themenbereich und wachsen damit um 1,5 Hektar und werden 2026 einen Naruto-Themenbereich eröffnen. Naruto ist eine, ich hoffe, ich sage das nicht falsch, aber ein Manga-Character. Und eine Attraktion unter anderem in diesem neuen Themenbereich wird eine neue Achterbahn aus dem Hause Zamperla. Und das Ganze wird relativ groß sogar und es wird der Family Thrill Lounge. Detailliert über das Layout reden wir gerne natürlich, wenn die Bahn eröffnet ist, aber 670 Meter lang, 31,5 Meter hoch, 75 km/h Spitzengeschwindigkeit und es gibt zwei Reibrad-Lounges bzw. einen Lounge und eine Boost-Sektion. Außerdem ein Vertical Rollback bzw. hier den Dead-End-Bike. Besonders wird auch noch sein, dass der letzte Wagen gedreht ist und dann quasi rückwärts die ganze Zeit fährt. Und mehr oder weniger logischerweise ist auch ein Switch mit eingebaut, also eine Weiche. Ziemlich spannend, jetzt ist nur die Frage, können die das auch? Und Zamperla hat in jüngster Vergangenheit ja gezeigt, dass sie es nicht können. Gute große Achterbahnen bauen. Aber ich denke mal, das Thema Naruto dürfte für viele hier ziemlich cool sein, spannend, interessant, lasst es mich wissen. Aber ich habe das Gefühl, dass da irgendwie viele sich angesprochen fühlen. Wer es so richtig drauf hat und die es wirklich richtig gut können, sind Vekoma. Und Vekoma haben auch ein neues Fahrzeug präsentiert und zwar für den neuen Double Launch Coaster Tekuani Beast. Und das ist eine Achterbahn für Vidanta World in Mexiko. Da reden wir gleich nochmal im Detail drüber, über dieses ganze Resort, diesen Park. Aber erst noch zum Frontcar-Reveal und der neuen Bahn, die unfassbar krass aussieht. Leider mit den Softwesten an den Bügeln, das hat wahrscheinlich der Kunde so gewollt, weil brauchen tut man das Ganze nicht. Aber das Ganze wird eine ziemlich große und spektakuläre Achterbahn. Es gibt 20 verschiedene Streckenelemente, unter anderem auch weltweit den ersten Double Rollover Top Hat. Mehr als 16 Sekunden Airtime bei der ganzen Fahrt, 6 Inversionen und das auf 1200 Meter Streckenlänge, die mit einem Topspeed von maximal 105 km/h durchfahren werden. Und damit ist das Ganze dann die längste und schnellste Achterbahn Lateinamerikas. Und wer sich jetzt fragt, wo kommt denn so eine krasse Bahn hin? In Mexiko hat man vielleicht nicht so viel auf dem Schirm, außer jetzt so ein Six Flags Mexiko vielleicht. Und dafür entsteht gerade ein komplett neues Freizeitpark-Resort oder ein komplett neuer Freizeitpark. Vidanta World wird 2026 planmäßig eröffnen. Und die ersten Artworks haben wir schon vor 2 Jahren
Jahren gesehen. Und jetzt kann man endlich hier auch mal was zeigen. Und das wird wirklich ein riesiges Resort, wo man massivst gut thematisieren möchte, so wie das Ganze aussieht. Und dieses Resort bekommt einige krasse Attraktionen. Und ein paar kann man jetzt schon mal erwähnen, die man in diesen Artworks sieht. Unter anderem von Vekoma ein Suspended Family Coaster, der ziemlich schick aussieht und ziemlich schick sein. Also ich mag diese Art von Achterbahn einfach. Ein Vekoma Junior Coaster wird es geben. Auch von Vekoma ein Switchback Coaster. Da ist noch nicht so viel zu bekannt. Aber man sieht auch, dass es zum Beispiel Dark Rides bzw. Boat Rides geben wird. Und auch da außergewöhnliche, spektakuläre Sachen. Oder auch von Mack Rides den Inverted Powered Coaster. Und wenn man sich jetzt noch kurz fragt, so, warte, Inverted Powered Coaster, was war das nochmal? Da gibt es nämlich gar nicht so viele von. Also so ein A-Tour. Und das ist ziemlich krass, weil die Dinge sind echt cool. Also wenn das alles fertig ist, steht, glaube ich, safe eine Mexiko-Tour auf dem Plan. Am Stand von S&S Sansai hat man eine viel zu große Gondel platziert und präsentiert. Und das zusammen dann mit dem Hershey Park. Und natürlich gibt es wieder eine süße Überraschung. Und zwar geht es thematisch um die Twizzlers. Und man hat dafür bei S&S einen Screaming Swing bestellt und einen gigantisch großen Screaming Swing. Und daraus wird dann Twizzlers Twisted Gravity und ein neues Fahrgeschäft für 2025 im Hershey Park. Die Firma Sunkit hat auch einen neuen Ride im Gepäck, aber nebenbei kann man sich auf der Messe natürlich auch über den Mountain Coaster 2.0 informieren oder aber auch über neue individuell anpassbare Transportsysteme wie zum Beispiel für Boote in Wasserparks. Das Spannendste ist wahrscheinlich der Rocking Tower und da haben wir leider nur dieses Bild und leider kein Video, wo es irgendwie was Bewegtes zu sehen gibt. Das wäre, glaube ich, ziemlich spannend, denn hier soll es wohl in einer geschwungenen Bahn nach oben gehen und so, dass dann irgendwann die Sitze beginnen zu kippen bis zu maximal 75 Grad und dann entkoppeln die Führungsräder und die Gondel beginnt quasi zu schaukeln. Crazy, klingt kompliziert. Und wenn man das nicht so gut in Worte fassen kann oder sich nicht so gut vorstellen kann, habe ich das Gefühl, dass das eine ziemlich coole, spannende, interessante Attraktion sein könnte. Ich glaube, da haben wir hier im Kanal noch nicht das letzte Wort drüber gesprochen. Und selbstverständlich unendliche Thematisierungsmöglichkeiten hierbei. Das Ganze auf einem relativ schmalen Footprint. Das Ganze durch den kleinen Footprint auch geeignet, irgendwo nochmal dazuzustellen. Und das nicht nur in irgendwelchen Freizeitparks, sondern zum Beispiel auch auf Kreuzfahrtschiffen. Und zum Schluss haben wir noch ein Europa-Update. Und das jetzt nicht vor der Messe, aber das muss jetzt auch mal hier mit reinkommen und zwar von einer Baustelle und einer neuen Achterbahn, die gerade entsteht, die 2022 angekündigt wurde und 2025 eröffnen soll im Jardin des Arts et Animations in Paris und da hat man einen Gerstauer Family Coaster angekündigt und ja, beste Grüße in die Community. Don Mattuccino hat uns Bewegtbilder von der Baustelle mitgebracht, dass wir mal so den Stand der Dinge sehen, was da gerade passiert. Wird, glaube ich, auch eine ziemlich interessante und spannende Achterbahn, 12 Meter hoch, 350 Meter lang, 50 km/h Spitzengeschwindigkeit. Es wird ein Turntable geben, also jetzt keine normale lineare Fahrt, sondern man wird hier auch nochmal irgendwo anhalten und es passiert was. Und das macht doch auf jeden Fall Lust auf mehr. Und in Paris ab und zu mal anhalten ist gar nicht so schwierig. Man kommt gefühlt ständig dran vorbei. Und dann checken wir das Ganze auch dann in Zukunft mal aus. In der Zeit checkt ihr jetzt noch Videos aus, die ihr noch nicht gesehen habt oder die ihr schon gesehen habt. Und morgen 18 Uhr hier auf dem Review YouTube-Kanal mitteleuropäischer Zeit geht es los. Balkan Boogie startet und mit dem ersten Video gehen wir morgen dann online um 18 Uhr wie jeden Tag, also jeden Tag gibt es ein neues Video, nicht jeden Tag 18 Uhr ein Balkan Video, aber drei Videos die Woche über den Balkan und damit bin ich jetzt raus und ihr seid die coolsten, euer Bro fürs Review Video Magazin.